Für unser heutiges Experiment gehen wir in den Zoo. Und auch dort müssen die Tiere regelmäßig geimpft werden. Aber manche mögen das nicht so gerne. Zum Beispiel unsere Affen. Die verstecken sich dann in den Bäumen. Und was wir deswegen machen ist, wir versuchen sie mit einem Wurfpfeil zu impfen. Nun ja, unsere Affen sind auch clever. Wenn sie den Wurfpfeil auf sich zukommen sehen, wenn er auf sie zufliegt, dann denken sie, ich lasse mich fallen. Aber da haben sie sich getäuscht. Und das möchte ich jetzt mit folgendem Experiment zeigen, bevor wir dann zur Affenimpfung kommen. Der Hintergrund ist, man kann komplizierte physikalische Bewegungen manchmal zerlegen. Wenn wir diese Kugel jetzt mit dieser Feder nach da abschießen, dann fliegt sie eine Parabel. Und die Bewegung besteht aus zwei Komponenten. Zum einen fliegt sie geradeaus, weil sie abgeschossen wird, und zum anderen fällt sie runter durch die Erdanziehung. Und das ergibt zusammen eine Parabel. Wenn ich jetzt eine zweite Kugel hier hinten gleichzeitig fallen lasse, wenn ich diese abschieße, dann fällt die nur runter, hat nicht diese horizontale Komponente. Und da die Zeitdauer, da der Prozess, der physikalische Prozess des Runterfallens für beide Kugeln exakt derselbe ist, kommen sie gleichzeitig unten an. Das kann man auch ganz gut hören. Jetzt spanne ich hier mal meine Kugel. Hier ist die eine, hier ist die andere. Und wenn ich jetzt die Schraube löse, dann wird die eine abgeschossen, die andere fällt runter. Und man hört dann eigentlich sehr gut, dass sie gleichzeitig auf der Tischplatte Klack machen, wenn sie aufkommen. Achtung, fertig, los. So, wir kommen jetzt zu unserer Impfung. Er hier wurde schon geimpft, den setzen wir mal zur Seite. Aber er hier, er muss noch geimpft werden. Und den setzen wir jetzt mal hier in den Baum. Wir haben hier so eine Klemmvorrichtung, da können wir ihn so reinsetzen. Jetzt haben wir hier so unseren Wurfpfeil mit einem Gummiband. Und wenn ich das spanne, dann wird dieser Mechanismus dort oben aktiviert. Und wenn ich dann den Wurfpfeil loslasse, dann fliegt er auf den Affen, auf den ich gezielt habe. Gleichzeitig lässt sich der Affe fallen. Und genau um dieselbe Strecke, wie der Affe fällt, fällt auch der Wurfpfeil. Das heißt, ich treffe ihn. So, das zeigen wir jetzt mal. Ich spanne meinen Wurfpfeil. Jetzt höre ich das Klacken, der Mechanismus ist aktiviert und Achtung, fertig, los! Es war nicht gerade die schönste Impfung, aber ich habe den Affen getroffen. Bis morgen.